Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Conquest. Ja, liebe Leute, im letzten Part, da ist Folgendes los gewesen. Im letzten Part haben wir Spectra eingenommen und ihr könnt anhand des Rahmens schon erkennen, dass sich offscreen einiges verändert hat. Ich habe zwei unglaublich nützliche Tipps von Zuschauern bekommen im letzten Part. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte das euch noch ein bisschen genauer erläutern. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, doch mal den, ich zeige es jetzt mal kurz, indem ich hier auf Info gehe, diesen Typen zu rekrutieren. Den hatte ich schon. Yukimura. Ich wusste aber nicht, dass der besonders gut ist. Vorteil ist, der hat einen Perfect Link mit Glurak, so wie er sich in die nächste Phase entwickelt hat. Ich habe noch nicht genug Link, um ihn entwickeln zu lassen. Dazu braucht er noch irgendwie 5% oder so. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt noch machen. Dann muss der Schinken mit im Team sein und dann entwickelt sich der Yukimura weiter und hat somit 100% auf Glurak. Und habe ich damit ein besseres Glurak. Dann habe ich ein Unlicht-Pokémon oder ein Geist-Pokémon in dem Sinne. Ist aber gut gegen Psycho, habe ich mitgenommen. Dann den Schinken. Yoshihiro, den sein Pokémon hat sich auch offscreen entwickelt. Ich habe die Entwicklung leider nicht aufgenommen. Es ging... Ups, oh, ich habe heute einen schlimmen Schluck auf. Das ging plötzlich, es hat sich einfach entwickelt und dann war es halt da. Ja, Raichu wieder mit von der Partie und ich habe einiges bei Belias verändert. Ich habe sehr viel offscreen gespielt, wie ihr schon erkennen könnt, irgendwie 15. Jahr oder so bin ich. Ich habe zwei Evolis gefangen. Eins habe ich zu Flamara entwickeln lassen. Und das andere, das möchte ich zu einem Glaziola machen. Ja, es ist ein Perfect Link jeweils mit dem Hauptcharakter. Und wir haben jetzt nur Pokémon, die effektiv sind gegen unseren nächsten Herausforderer. Es gilt nämlich in diesem Part, Nyxtorm einzusammeln. Oder, ja, einzusammeln, ist klar. Ich habe auch schon mit Pongigiris, mit dem Pongigiri Shop Level 2 aus Spectra unsere Typen maximiert. Übrigens, wen es interessiert, das Item zum Entwickeln von, was war es denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das wie hieß, auf Deutsch. Traunfugil entwickelt sich zu Traummagil, indem es diesen Finsterstein ausgerüstet hat, Duskstone. Den habe ich bekommen von dem wandernden Händler, der ab und zu kommt, wenn ihr viele Monate skippt. Der kommt ab dem Zeitpunkt, an dem man Schinken oder Kenshin im Team hat. Ich sag extra Schinken, weil das ist so lecker. Schinken, weil das gut schmeckt. Mit Thinkenworth, so. Und jetzt greifen wir mit unseren Typen gleich doch mal, nachdem wir noch einen Monat geskippt haben, einfach mal an. Wir haben auch ordentliche Geld, weil ich alle anderen Nationen von uns dazu beordert habe, Geld für uns zu sammeln. Wir werden jetzt mit unserem frisch trainierten Team... Ach genau, bevor ich das mache, bla 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 bla. Eine andere Sache, die mir gesagt worden ist und die mir unglaublich weitergeholfen hat, wenn ich hier Y drücke, kriege ich so eine Liste. Wenn ich jetzt Select drücke, sehe ich alle Krieger, die ich besitze im Augenblick. Nochmal Select sehe ich alle Krieger, die mein Gegner im Moment auf dem Schlachtfeld hat. Und nochmal Select sehe ich alle freien Kämpfer, die im Moment aktuell zu holen sind. Also die gerade an diesem Monat, in diesem Zeitpunkt in Orte verteilt sind mit Pokémon und Ort, in dem sie sich befinden. Deswegen ist eine große Hilfe. Dankeschön an denjenigen, den es mir geschrieben hat. Ohne euch würde ich das gar nicht so leicht rausfinden, weil ich es ja nicht offscreen so viel spiele, sondern nur minimal. Also ich versuche, so viel wie möglich onscreen zu zeigen und ich spiele es ja auch nicht privat, das Spiel. So, dann mache ich mal Marge Simpson und hier, zack, drauf auf die Mutti. Wir gehen gleich mal nach Nyxtorm. Ach komm, ich habe das Falsche gedrückt, wir brauchen gar nicht Marge. Marge Simpson braucht man hier nicht. So, Battle, wir battlen jetzt. Nyxtorm, das Königreich, das von Matsuhide beschützt wird oder verteidigt wird. Er ist bekannt dafür für seine Eis-Pokémon. Feuer-Pokémon, Kampf-Pokémon und Stein-Pokémon sind sehr stark gegen Eis-Pokémon. Aber Pflanzen- und Boden-Pokémon sind da ziemlich aufgeschmissen. Ja, das ist gut zu wissen. Also wir können mit unserem Team ziemlich aufräumen, würde ich sagen. Unser Glurak-Charakter, welcher wirklich mächtig ist, glaubt mir. The Kingdom of Nyxtorm. Also hast du es bis hierher gebracht. Weißt du, Mitsuhide?
Weißt du, was mein Bruder plant? Oder weißt du es, Mitsuhide? Jemand wie ich könnte niemals selbst hoffen zu wissen, zu verstehen, was Lord Nobunaga machen möchte. Aber ich kann dir versichern, er hat nur die besten, Intentions sind die Ziele, die besten Ziele. Lady Uichi, er ist dein Bruder. Wie kannst du Lord Nobunaga nicht trauen? Vielleicht bin ich eine böse Schwester. Ich vertraue ihm einfach nicht. Er war mal so nett, aber jetzt... Glaubst du wirklich, dass er mich besiegen könnte, wenn du so ein verzweifeltes Herz hast, konfliktet ist, wenn man einen Konflikt hat innerlich, so, ich kann das jetzt gerade nicht übersetzen. Lass es uns, oder komm, wir gehen zum Battlefield, wir werden dies im Battlefield austragen, so in Battlefield 3 ist doch klar, nee, Spaß. Wir sind nur ungefähr 250 Punkte stärker als unser Gegner, 230, 40, irgendwie so. Deswegen ist eigentlich ein fairer Kampf. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich Pokémon mit sehr viel Vorteilen habe gegenüber ihm. Wir haben 25 Turns Zeit, ihn zu vernichten. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht erlauben, Nobunaga zu besiegen oder ihn zu stören. Auf diesem Kampfschlachtfeld, wie auch immer, werde ich dich stoppen. Und ich bin auch hier. Ich hoffe, du bist bereit. Ja, schön für dich. Oh, Range is reduced on snowy terrain. Das ist gut zu wissen. Also, die Reichweite unserer Pokémon, die sie laufen können. Also, die Laufreichweite ist hier reduziert. Ach du Scheiße, nee, oder? Lava. Ja, Lava. Da kann ich direkt Dingens geben. Direkt kann ich seinem Haupt-Pokémon geben und Voltag in dein Gesicht rein. Und wir haben über die Hälfte abgezogen. Oder circa die Hälfte abgezogen. Ist ja mal krass overpowered. Ja, der kann fast gar nicht mehr laufen. Aber Glurak. Und Glurak rutscht auch nicht, da Glurak Dings ist. Schwebt. Genauso wie Misdives, also unsere Traunmagie. Aber Raichu ist jetzt wahrscheinlich aufgeschmissen, weil Raichu da so alleine rumgammelt. Oh oh. Oh oh, was machst du, Junge? Was machst du, Junge? Aber noch ist Raichu nicht im Konflikt. Ich denke, das ist die Tochter von Nobunaga oder von diesem Typen, der halt hier so, gegen den wir kämpfen, Matsuhide, Alter. Matsuhide, das ist der Gute, Matsuhide, ist gerne Pide. Es wird sehr schwer, den zu attacken. Verfluchte Axt, es wird nicht leicht, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja. Tja, und zack, ich zerstöre diesen Stein. So, dann geh mal hier rein. Oh nein, oder? Boah, ich dachte schon. Ah, fast hätte ich ihn erreichen können. Es ist auf jeden Fall mal nicht leicht, hier zurechtzukommen. So, dann dürften wir ihn eigentlich fast schon vernichtet haben. Sein Labrador. Also Raichu räumt da im Moment alleine hinten auf. Was ich eine coole Aktion von Raichu finde, der ist echt Knorke. Also Raichu ist echt richtig Knorke. So, und jetzt greifen wir erstmal unser gutes Lapras an. Hier, batz, in dein Gesicht rein. Und sein Lapras ist auch schon weg. A Crack has appeared. Ja, ist mir doch egal, ob Crack erschienen ist, ey. Crack, Alter. Glaubst du, ich interessiere mich für Crack? Bin ich irgendwie ein Drogendealer oder was? So, und dann ist der Nobunaga wieder dran. Shit. Ah, aber Mist. Glück gehabt. Ah, aber jetzt kommt das Viech. Oh, komm. Also bis jetzt hatte er noch keine Chance gehabt zu attacken, außer jetzt. Und der Mist trotzdem. Also wir sind richtig lucky. Heute ist Lucky One. Und er zieht auch nicht wirklich viel ab.
Wir werden dem jetzt gleich das Kreuz brechen. Oh Gott, bitte, bitte, bitte nicht. Oh, super effektiv, zieht aber nicht wirklich was ab. So. Jetzt kommt's drauf an, was wir machen. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem hier das Viech anzugreifen. Mit dem da mal wenig Auswahl. Können wir eigentlich gar nichts machen. Ich gehe jetzt einfach mal darüber. Ich kann von hier aus nichts machen. Ist einfach so. Ich zerstöre lieber mal das Icicle. Das Bicycle zerstöre ich. Ich überlege gerade, es sollte mir aber eigentlich möglich sein, genau, den Yugong anzugreifen. Oder Sejong heißt der. Meine Güte, ist doch fast dasselbe. Jetzt lacht mich doch nicht aus, Mann. Ich weiß doch, ich hab keine Freunde. Ja. Dann würde ich sagen, Frage ist, kann ich damit den da vernichten? Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich werde doch erst mich um den Sejong kümmern und den aus der Bahn werfen. Batz in sein Gesicht, weg. Und der nächste ist weg. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir zurechtkommen. Okay. So, dann Miss Divis kann hier nach oben. Kann jetzt schon mal näher ans Kampfgeschehen ran. Glurak wird über Wasser fliegen. Hoffentlich kriegt er davon keinen Schaden, aber normalerweise da er fliegen kann nicht. Ach du Scheiße. Oh, der zieht aber ordentlich ab, der Teddy. Das ist nicht gut. Und der kleine Teddy, was macht der? Oh, jetzt hat er sein Todes... jetzt hat er sein Schicksal besiegelt. Woran... Das hätte er nicht machen sollen. Experience my identity, oder was er gesagt hat. Ja, aber wir haben jetzt auch ein Problem. Es ist wieder Mist, wir haben Glück. So, dann sind wir dran. Raichu ist tired. Reparior cannot use. So, wir können aber den Teddy jetzt nämlich mit einem kleinen Flammenfang vernichten. Dann ist zumindest der kleine Teddy weg. So. Mit dem können wir jetzt, wie gesagt, auch nichts tun. Dann müssen wir jetzt erstmal warten. So, mit Raichu, jetzt ist jetzt halt die Frage, können wir da was reißen oder nicht? Das wissen wir jetzt gerade nicht. Nee, sieht schlecht aus. Und so rutscht Raichu einfach an den Rand. Na, wenigstens fliegt er nicht runter. Das wäre ein bisschen tragisch gewesen. Ja, ich werde mit Miss Divia bis hierhin gehen. Und werde versuchen... Ja, da kann es eigentlich auch nichts reißen. Das ist schlecht. Ich werde mit dem ein Stück zu weit zur Seite gehen. Werde hier waiten. Glurak darüber fliegen. Dann ist auch wieder mein Gegner dran. Der Teddy. Oh Gott, der zieht viel zu viel ab. Na, der waitet da. Der kann gar nichts, habe ich das Gefühl. Mist. Bitte, bitte Mist, bitte Mist. Wieder Mist, zum Glück. So, dann sind wir wieder dran. Dann... Also, ich kann hier nichts ausrichten soweit. Ich dürfte jetzt eigentlich den Teddy atomisieren können. Ah, sehr gut. Superpower, Conkeldurr! Was? Und der Teddy ist auch weg. Puh, Glück gehabt. So, dann kann der da durchrutschen. Glurak kann näher ans Geschehen gehen. Raichu kann hier nicht viel ausrichten. Und Miss Divia, ich weiß nicht, was hat die denn für eine Reichweite? Ich glaube nicht so weit, oder? Ah, okay. Dann werden wir mit Miss Divia hier warten. Aha, da haben wir noch das Kleine. Bitte wieder Miss. Okay, immer noch Miss. Also, unser Gegner hat nur noch Psycho-Pokémon. Im Moment kann er mehr oder weniger nicht viel tun. Aber wir können auch nicht wirklich viel tun. Ich werde versuchen, den... Ja, wird nicht viel bringen, aber ich hau den jetzt einfach mal hier mit Conkeldurr. So, und dann dürfte es auch in der Reichweite sein für Miss Divia, aber Miss Divia zieht auch nicht wirklich viel ab. Ist noch zu schwach. Das Ding hat aber auch eine High Defense ohne Ende, also man muss schon dazu sagen, dass die Defense von dem ziemlich krass ist. So, was haben wir denn hier noch? Aha, der hier.
dann... Oh Gott. Und wenigstens... Oh Gott, nein. Oh Leute, ich bin verloren. Ist der Gegner wieder dran mit seinem... Pokémon, oh. Kebelias Army Turn. Ich bin verlockt, den hier anzugreifen. Ich will aber gucken, was passiert, wenn ich den angreife. Okay, der wird fast down sein, deswegen mache ich das jetzt. Mit Conkeldurr hau ich hier nochmal drauf. Mit Conkeldurr. 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 Bin ich verrückt? Nein. Einfach jetzt mal hier noch mit Miss Divis draufhauen. Ach komm, mach jetzt. Oder Miss Margus, ich sag's die ganze Zeit falsch. Miss Margus. Mrs. Margus. Mrs. Margus Trio. Dann kann ich hier hinten den Dings killen. Batz, dann hat er auch nur noch eine Runde pro Zug. A crack has appeared in the ice drin. Ich frag mich, wenn ich von hier aus... Ich treffe ihn. Ich kill wahrscheinlich jetzt meinen Miss Margus damit, aber... Ja. Ist mir jetzt gerade egal, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen fies, sein eigenes Pokémon zu killen, aber dadurch habe ich Schaden verursachen können. Und das ist mehr wert. So, dann ist Belias dran. Ach, das bin ja ich, Belias, das bin doch ich. Ja, mach Sachen. Stell dir vor. Der Krecke ist appeared schon wieder, Alter. Ja, kannst nicht viel machen. Wird jetzt gleich wiederkommen. Krecke has appeared. Gott. Gott, Gott, Gott. Das wird jetzt ein stressigerer Kampf, als man sich das vorstellt. Ich werde ihn jetzt erstmal mit Flammenwurf maltraktieren. Repairia kann da nicht viel machen. Der hielt sich. Und attackt danach auch nochmal. Oh Gott, er attackt mich. Krass. Also, das Ding ist echt gefährlich. Das müssen wir schnell außer Gefecht setzen. Ich greife das jetzt von allen Seiten an. Oder so ziemlich von allen Seiten. Ich meine, es brennt jetzt auch. Das ist zu gefährlich. Wenn ich jetzt hier hingehe und so mache. Ja, das würde gehen. Ich würde damit zwar mein Flamara verletzen, aber ich treffe auch den Gegner. Ich bin da so ein bisschen rücksichtslos auf mich selbst. Der kann nicht viel machen. So, der muss aber dringend von hier aus attacken. Und das könnte jetzt schon der Sieg sein, das Glurak. Genau, Glurak macht auch das letzte Pokémon platt. Und wir haben die den nächsten Castle eingenommen. Nix Tom Castle ist aus! Victory. All unsere Pokémon werden etwas gestärkt, was natürlich cool ist. Die Gegner wieder hauen einfach ab. Die können wir erst rekrutieren, wenn wir in der Story vorangeschritten sind, wenn wir die Hauptstory beendet haben. Also, sieht so aus, als würdest du wirklich, als wäre es dir wirklich möglich. So, mit Suhide. Mein Bruder hat mir erzählt, er würde Ranzai zerstören. Ich weiß nicht, was er wirklich meinte, aber er hat mir Angst gemacht. Die Welt wird sich verändern. Genauso wie mein Bruder sich verändert hat. Eiji Uichi, ich weiß nicht, von was ihr spricht. Lord Nobunaga bedeutet mir alles. An seiner Seite zu dienen, das ist alles, was ich immer wollte. Ich muss gehen. Lord Belias. Endlich, das nächste Königreich ist... Ah! Dragnor! Ich habe schon immer gewusst, dass du es bis hierher bringen wirst. Aber du bist nun gegen Nobunaga gestellt. Du wirst mehr brauchen als ein paar Partytricks. Du wirst mehr als ein paar Asse im Ärmel brauchen. So ist das gut übersetzt. Ärsche im Ärmel, klar. Aber du wirst ihn besiegen, Belias. Ich weiß es einfach.
Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen, Lord Belias. Lasst uns gehen. So, dann werden wir jetzt erstmal speichern und dann ist auch das letzte Königreich vorhanden. Aber bis zum nächsten Part wird es eine Weile dauern. Ich werde wahrscheinlich einmal Conquest auslassen. Ich kann es nicht versprechen, ob ich es bringe oder nicht. Aber ich will, bevor ich die Hauptstory beende, denn da ist ja schon das letzte Castle. Wir können ja sehen, der hat Drachen-Pokémon und ein Unlicht und ein Pflanzen-Pokémon. Sprich, wir brauchen Eis-Pokémon, Feuer-Pokémon und Kampf-Pokémon. Haben wir ja. So. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich eine Folge auslassen werde, weil ich sehr, sehr viele Trainer, Krieger rekrutieren möchte. Ich möchte versuchen, ein Perfect Game zu machen. Ist aber noch nicht versprochen, dass ich es schaffe, ein Perfect Game zu machen, da es ja auch auf der einen Seite blind ist. Wenn ich irgendwas verpasse, bin ich am Arsch. Dann ist das einfach so. Wie gesagt, ich werde mein Bestes geben. Kann sein, dass kein Part kommt. Kann aber sein, dass ein Part kommt. Für alle, die vielleicht nur mein Conquest verfolgen, wäre vielleicht interessant für euch, mein Bloody Platin Projekt anzuschauen. Es ist ein sehr altes Projekt, mein erstes Projekt, was ich je gemacht hatte. Ist aber auch schon fertig, also hat 66 Parts, ist ein Pflanzen-Pokémon-Only, ist so eine kleine Challenge für mich selber, von dem Hack Pokémon Bloody Platin. Oder guckt doch mein Pokémon Pitch Black an, falls ihr es nicht schon längst tut. Pokémon Pitch Black spiele ich als Perfect Game, da fange ich alle Pokémon und benenne die Pokémon auch nach euch Zuschauern. Ups, Schluck auf, schreibt mir in die Kommentare, was ihr so machen würdet noch bei Conquest, bevor ihr zu Nobunaga geht. Ich bin Belias LP. Bis zum nächsten Part. Ciao!